Hallo und herzlich willkommen zu Wir werden alle sterben, dem Wissenschaftsvideocast aus dem Spektrumbunker. Die Apokalypse bedroht die Grundlage der westlichen Zivilisation, nämlich den Kaffee. Der Schadpilz Hemileia vastatrix, der Auslöser einer Pflanzenkrankheit namens Kaffeerost, verheert derzeit in Mittelamerika die Plantagen der hochwertigen Sorte Arabica, die etwa 60% des Kaffee-Welthandels ausmacht. Arabica-Kaffee ist aromatischer und enthält weniger Koffein als andere Sorten und deswegen ist Arabica die Grundlage all dieser überteuerten und dekadenten Kaffeespezialitäten wie Latte Macchiato. Und ein beträchtlicher Teil der Arabica-Bohnen kommt aus Mittelamerika. Zumindest bis jetzt. Denn in Mittelamerika hat der Kaffeerost epidemische Ausmaße angenommen. Letztes Jahr hat er 15% der Ernte vernichtet. Dieses Jahr soll es nochmal ein ganzes Stück schlimmer kommen. Im Moment ist dort die Blütesaison und viele Kaffeesträucher blühen im Moment nicht. Und dementsprechend gehen die Pflanzer davon aus, dass bis zu der Hälfte der Ernte vernichtet sein könnte. Da die Kaffeekirschen etwa 9 Monate brauchen, um zu reifen, wird die Krise etwa Ende des Jahres bei uns ankommen. Besonders betroffen sind bei sowas natürlich die Medienbranche und die Wissenschaft. Ich würde davon ausgehen, dass etwa ab Januar die ersten Axtmorde mit Kaffeemaschinenhintergrund in deutschen Redaktionen auftreten. Und ob Forscher ohne regelmäßige Koffeinzufuhr überhaupt lebensfähig sind, kann bis jetzt noch keiner beantworten. Wer ist schuld an der Misere? Ihr natürlich. Denn zuerst einmal seid ihr schuld am Klimawandel. Durch den Klimawandel wird es auch in den Anbaugebieten wärmer. Und der Pilz gedeiht höher an den Hängen, höher in den Bergen und kann sich entsprechend besser verbreiten. Außerdem kauft ihr Kaffee zu billig. Und das hat Folgen. Seit Jahren sinken die Kaffeepreise und die geringeren Einnahmen haben die Kaffeebauern gezwungen, ihre Anbaumethoden zu ändern. Die Kaffeepflanze nämlich ist ein schattenliebendes Gewächs und wächst am liebsten unter den Kronen anderer höherer Bäume. Die Plantagen allerdings sind heutzutage unter freiem Himmel, weil sie so mehr Erträge bringen, weil man die Pflanzen dichter nebeneinander pflanzen kann. Und das führt unglücklicherweise dazu, dass ein spezieller Pilz, der den Kaffeerost bisher in Schach gehalten hat, auf den Pflanzen nicht mehr auftritt. Das ist in den letzten Jahren offensichtlich eine ganze Weile gut gegangen, aber inzwischen ist anscheinend ein Schwellenwert erreicht, ab dem der Pilz nicht mehr zu stoppen ist. Und selbst wenn man mit wirklich radikalen Maßnahmen den Pilz noch unter Kontrolle kriegen würde, dann würden trotzdem die Frühaufsteher unter uns einigen harten Jahren entgegengehen, denn der Schaden ist angerichtet. Wenn so ein Kaffeestrauch nämlich erstmal mit dem Pilz befallen ist, reduziert das die Ernte über Jahre hinaus. Und wenn der Strauch so schwer befallen ist, dass etwa die Hälfte der Blätter verpilzt sind, dann muss man den ganzen Kaffeestrauch absägen und abwarten, bis er aus dem Stumpf nachgewachsen ist. Die Hoffnung der zivilisierten Welt ruht derzeit auf Brasilien. Die Kaffeeernte da könnte möglicherweise die Verluste in Mittelamerika ausgleichen und die Versorgung der Welt mit Arabica-Kaffeebohnen sicherstellen. Andernfalls müsste man eventuell zu drastischen Maßnahmen greifen. Zum Beispiel vormittags die Kollegen erst gar nicht ansprechen oder nur mit Schutzhelm. Am wirksamsten wäre jedoch eine allgemeine gesetzliche Ausschlafpflicht, möglicherweise kombiniert mit Frühstück im Bett. Die Krise verlangt Opfer von uns allen.
Das war's mal wieder von Wir werden alle sterben, dem Wissenschaftsvideocast aus dem Spektrum-Bunker. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.